Dann nutzen wir die kurze Zeit, um... Nein, brauchen wir nichts mehr nutzen. Genau. Thomas Lohninger vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, nur ganz kurz. Wir bräuchten eure Hilfe. Was ihr da im Hintergrund seht, ist die Abstimmung zum polizeilichen Staatsschutzgesetz, die am 28. Jänner, im 27. Jänner im Parlament passiert ist. Und das war eine namentliche Abstimmung. Deswegen sind die 183 Abgeordneten hier auch ganz beschäftigt damit, ihre roten oder grauen Stimmzettel in diese Urne zu werfen. Und das Ziel einer namentlichen Abstimmung ist natürlich, dass wir im Nachhinein wissen, wie unsere Vertreter im Parlament denn abgestimmt haben. Das erfahren wir aus dem stenografischen Protokoll. Dieses stenografische Protokoll kann aber bis zu 5 Monate verspätet sein. Deswegen haben wir als Ausfallsicherheit aus 3 Kameraperspektiven, die vierte ist der ORF, hier aufgezeichnet, wie diese Abstimmung passiert ist und stehen jetzt schon seit einigen Tagen vor der Aufgabe, dieses Videomaterial auszuwerten. Und der liebe Andreas hat da schon sehr viel Zeit damit verbracht. Es wäre sehr toll, wenn sich da noch Leute finden würden, die mit uns gemeinsam das durchackern. Man kann sich das auch schön aufteilen in Zeitpakete und sich dann nur die... genau. Und es sind auch einige spannende Sachen dabei. Also es ist nicht nur nach Club abgestimmt worden, so viel darf ich spoilern. Nähere Details aber nicht. Es gibt da auch noch eine Pastebin-Adresse, wenn ich da irgendwo mit dem Cursor hinkomme. Also es ist... ich schreibe es vielleicht nachher einfach hier drauf, isgood.is.gd/Staatsschutz. Da findet man ein Pastebin mit allen URLs zu diesem YouTube-Video, zu dem Pad, wo man sich eintragen kann. Und wie gesagt, das wäre sehr toll, wenn es da Leute gibt. Schickt uns eine Mail, schaut auf das Pastebin und macht mit. Danke. Sehr gut. Na, wenn sich sonst jetzt niemand findet, dann würde ich sagen, wir gehen gleich zum interaktiven Teil dieses Abends über, weil der netzpolitische Abend ist ja noch lange nicht zu Ende. Der fängt erst in gewissem Sinne erst jetzt richtig an. Und zwar mit netten oder informativen Gesprächen über einem Bier, einem Club Mate oder was man sonst so trinken möchte. Und ich möchte auch nochmal den Augenblick nutzen, um noch einmal unseren Gastgebern, dem MetaLab, ganz herzlich zu danken. Und gibt es vielleicht Leute, die hier noch nie im MetaLab waren und das MetaLab vielleicht ein bisschen kennenlernen möchten? Da findet sich vielleicht jemand, der eine kleine Tour gibt, oder ihr könnt euch selbst hier in den Räumlichkeiten umschauen, denn da gibt es immer wieder ganz spannende Veranstaltungen und Möglichkeiten, sich auch hier im MetaLab zu betätigen. Außerhalb oder beziehungsweise zusätzlich zum Erscheinen beim netzpolitischen Abend. Dann, unsere Veranstaltung hier wurde ja aufgezeichnet und es gibt einen einstündigen Mitschnitt davon. Dann bitte korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege, am 12. Februar wird der um 17 Uhr im Freien Radio Oberösterreich, im Froh, ausgestrahlt. Den könnt ihr dann allen euren Onkeln und Omas, die heute nicht dabei waren, dann empfehlen und sagen, was ihr hier gehört habt. Und sonst sage ich herzlichen Dank und lade euch ein, jetzt noch mit uns zu plaudern und weiter zu diskutieren. Damit hat der dritte netzpolitische Abend sein Ende gefunden. Sonja Fischbauer hat den Abend moderiert. Zu hören waren 3 Vorträge in der Reihenfolge. Zuerst Silvia Kuber und Michael Heiling haben über Online-Arbeitsvermittlungsplattformen gesprochen. Als zweiter Martin Schramme.